Moin, moin, liebe Rock-TV-Freunde, zu einer neuen Ausgabe, zu einer ganz besonderen Ausgabe. Denn Rock-TV feiert heute seine 30. Sendung zusammen mit Marie-Louise Cassin. Zum Einstimmen gibt es jetzt für euch ihren ersten Song Old Friend. Und den performt sie nicht alleine, sondern zusammen mit ihrem Enkel Erik Regul. Viel Spaß! Soul in heaven or floating on the way. When we were young, you were so strong, could skate so well, brave as hell. Now you look at me with empty eyes, show no reaction, no surprise. Das war Old Friend von Marie-Louise Cassin. Herzlich willkommen, schön, dass du jetzt bei uns bist, Marie. Jetzt muss ich mal sagen, ihr seid ja schon eine außergewöhnliche Kombi. Du machst zusammen Musik mit deinem Enkel. Ja. Wie ist denn die Zusammenarbeit entstanden? Die Zusammenarbeit ist entstanden, weil Erik irgendwann mal anfing, sich ein Tonstudio einzurichten. Und dann bin ich immer zu ihm gegangen und habe meine Sachen, meine neuen Stücke aufgenommen. Und so ist es halt, hat sich das langsam entwickelt. Und dann habe ich natürlich, er wurde dann immer größer und dann habe ich ihn mit zu meinen Projekten genommen und so ist es entstanden. Jetzt macht ihr natürlich Musik nicht nur für das stille Kämmerlein und nicht nur im Tonstudio, sondern du hast schon mehrere Musicals jetzt auf die Bühne gebracht und Ende Mai eine Revue, Marie-Louises Last Show. Was Richtig. Verbirgt sich denn hinter dem Namen? Hinter dem Namen verbirgt sich
dass ich keine Lust mehr habe für Großprojekte, weil die sehr stressig sind. Man kann 60 oder manchmal auch mehr Leute ganz schwierig unter einen Hut kriegen. Und ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Projekt die zwei von den Tanzgruppen erst bei der Generalprobe zum ersten Mal gesehen. Und das finde ich ziemlich stressig. Da kann man nicht mehr so viel ändern bei der Generalprobe. So ist es, ja, ja, so ist es. Aber es hat Gott sei Dank erstaunlich gut geklappt. Also bei den Musikern war ich mir sowieso sicher, weil die sind alle recht gut. Und dass das klappen würde, war ich mir ganz sicher. Aber bei den Tänzern war ich gar nicht so sicher. Ist denn bei der Generalprobe, bei der Premiere am 20. Mai war das ja, ist denn alles gut gelaufen? Oder? Also ich war sehr zufrieden. Ein paar kleine Schnitzer sind da immer mal drin, aber ich glaube, die Zuschauer haben die gar nicht gemerkt. Und im Großen und Ganzen, also ich habe eine gute Kritik erhalten und ich finde, dass es gut geklappt hat. Du hast jetzt mehrere Songs bei der Revue selbst geschrieben, fast alle eigentlich? Ja, fast alle. Was inspiriert dich denn bei deinen Kompositionen? Wo nimmst du die Ideen her für deine Songs? Ich bin ein ziemlich impulsiver Mensch und ich lebe meine Gemütsbewegungen auf die Art und Weise aus. Freude zum Beispiel, Trauer, Wut, Enttäuschung. Alles, was mir so widerfährt und was in mir Gefühlsbewegungen hervorruft, das verarbeite ich in Songs. Jetzt schreibst du nicht nur selber, du stehst nicht nur selber auf der Bühne, sondern du spielst auch Gitarre. Ja. Wann hast du das gelernt? Wo kommt das her? Ende der 90er Jahre war ich in einem Frauen-Rockband-Projekt unter der Profimusikerin Anka Gratterohl. Und da habe ich aber erst, weil ich Chorsängerin war, habe ich erst Background-Gesang gemacht. Und dann ging ein Jahr später die Gitarristin weg. Da habe ich gesagt, jetzt will ich aber Gitarre spielen. Habe bei einem Nienburger Profi 6 Jahre Gitarrenunterricht genommen und habe dann angefangen mit E-Gitarre und liebe seitdem Soli. Was ist denn das Geile für dich am E-Gitarre spielen? Also ich fange fast immer die Melodien mit dem Solo an, bevor ich irgendwelche Akkorde spiele. Und die Akkorde, die entwickle ich dann erst hinterher. In der Show, Marie-Louises Last Show, da standst du wahrscheinlich auch mit auf der Bühne und hast E-Gitarre gespielt. Habe ich 2 Stücke mit der E-Gitarre gespielt, ja. Ein Solostück mit Band und ein Solostück mit dem zweiten Gitarristen, den wir in der Band hatten, der sehr gut ist, zusammen im Wechsel. Jetzt Marie-Louises Last Show. Müssen deine Fans jetzt Angst haben, dass du gar nicht mehr auf die Bühne kommst? Was heißt das? Das bedeutet, dass ich mich mehr auf Videoclips verlegen will, weil ich die für überschaubarer halte. Und das ist nicht so stressig wie so ein großes Projekt. Da kann man sich wahrscheinlich mehr auf sich konzentrieren so und hat es. Nicht ja. noch die Tänzer und alle um sich herum. Und auf Familie natürlich auch. Das heißt, deine Fans können jetzt erstmal aufatmen. Und bevor wir beiden jetzt gleich weitersprechen, gibt es noch einen zweiten Song von dir zu hören. Und zwar ist es eine Mischung aus Rockmusik und Chorelementen. Und der Song heißt Gate to Heaven. Viel Spaß! Thank you.
Gay to Heaven von Marie-Louise Kassar bei Rock TV. Sag mal, Marie, gibt's bei euch in der Familie eigentlich auch jemanden, der kein musikalisches Talent hat? Nein. Na, da habt ihr ja Glück gehabt. Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Da hat es leider niemand so richtig mit in die Wiege gelegt. Also ein kleines bisschen Musik machen sie eigentlich alle. Also eine ganz musikalische Familie bei euch. Was ist denn das Tolle daran, mit der Familie zusammenzuarbeiten? Erstens ist sie am verlässlichsten. Und zweitens macht es mir auch Spaß, mit der Familie was zusammenzumachen, weil die sind schon alle erwachsen, wohnen in anderen Städten. Und für mich ist es eine Gelegenheit, sie mal wieder zu treffen und mit ihnen was zusammenzumachen.
Erik ist nun wohnt in Nienburg und meine älteste Tochter und Schwiegersohn auch, aber die anderen, die sind verstreut und die sehe ich nicht so oft. Wie oft trefft ihr euch denn da, um zusammen Musik zu machen? Ja, wir haben doch einmal im Monat haben wir schon jetzt für mein Projekt was geprobt. Und da sind sie alle angereist. Bei Erik im Studio haben wir das gemacht und mit allen Musikern. Nur wie gesagt, Tänzer waren leider nicht dabei. Und ansonsten hatten wir sie alle dabei und haben auch gut geprobt. Hat gut geklappt. Wie viele seid ihr dann immer, wenn ihr komplett im Studio seid bei Erik und zusammen aufnimmt? Ja, 12 etwa. Musiker und Sängerin und noch eine Ersatzpianistin. Erik spielt auch Klavier, er spielt aber auch Bass und dann, wir haben einen sehr guten Gitarristen und noch einen Bassisten, der auch sehr gut ist und einen Schlagzeuger und eben mehrere Pianistinnen und Pianisten, wie Erik zum Beispiel. Das heißt, kommt von außen noch jemand oder sind das alles wirklich Familienmitglieder und ihr seid eine reine Familie? Nein, es kommen noch welche von außen. Und die habe ich aber zum Teil, kannte ich die schon, weil ich bei meinem letzten Projekt schon mit einem Teil derjenigen zusammengearbeitet habe. Jetzt habe ich gehört, dass deine Enkel dich die letzten Jahre oder die letzten 2 Jahre, glaube ich, mit aufs Deichbrand-Festival genommen haben. 2014 und 2015. Hat mich Erik und sein großer Bruder Patrick, die haben mich mit zum Deichbrand genommen. Und zwar ist es folgendermaßen gekommen, die planten irgendein Festival und da habe ich gesagt, oh, ich war noch nie auf einem Festival. Und prompt kriegte ich zu Weihnachten ein Ticket und sie hatten auch eins. Beide. Ich bin begeistert. Wie war denn deine erste Festivalerfahrung? Nächste Jahr, dasselbe dann nochmal. Hat mir super gefallen. War ein ganz tolles Erlebnis. Habt ihr gezeltet? Oder? Ja, natürlich. Wow, also das ist ja auch anstrengend. Also 3 Tage Festival, ich spreche aus Erfahrung. Habe ich kein Problem mit gehabt. Nicht schlecht. Steht ja bald wieder an, jetzt ist Deichbrand. Bist du wieder mit dabei? Nein, ich bin nicht dabei, sondern bei Nienburg ist ein kleines Festival in Balge, das heißt Rock das Ding. Und da werde ich mit meinem Lebensgefährten dieses Jahr hinfahren und er kommt auch das erste Jahr mit. Rock das Ding. Ja. Was fasziniert dich denn so an Rockmusik? Es ist eine Frage des Gefühls. Ich mag Rock sehr gern. Ich mag auch das, was ich Soft Metal nenne. Ich mag auch Blues. Ich mag auch gerne E-gitarrenlastige Latin-Musik, aber ich mag Schlager überhaupt nicht. Da kriegt mir immer so ein komisches Gefühl den Rücken hoch. Und so ist es halt, dass ich Rock eben am liebsten mag. Hast du musikalische Vorbilder? Also manchmal hat man das ja so, dass man sagt, Mensch, diese Band, die inspiriert mich einfach, da habe ich auch Ideen her, die finde ich richtig gut. Wer ist das bei dir? Also Carlos Santana ist mein großes Vorbild. Ja, der spielt auch gute Gitarren. Und, ja, das kann man wohl sagen. Und Brian May, die beiden. Und die hörst du schon, seitdem du ganz klein bist? Oder wann ist das gekommen, Nö. Diese Liebe für den Rock und diesen... Santana macht das ein bisschen Latin. Aus den 70er, 80er Jahren fing das an, so langsam. Also... Carlos Santana mag ich schon sehr, sehr gern und sehr lange gern. Und Brian May, den mag ich auch. Also die inspirieren dich sozusagen. Ja, kann man sagen. Ja. Wenn du jetzt nicht gerade auf Festivals rumtobst oder bei Erik im Studio bist, wie geht's denn dann musikalisch jetzt bei dir weiter? Gibt's schon Pläne, neue Songs vielleicht? Ja, ich habe 2 Songs habe ich schon wieder in Vorbereitung. Der eine, das ist, kann man auch sagen, so eine Art Rocksong. Und das andere wird ein 2-stimmiges Gitarrenstück mit Bandbegleitung aber.
was ich mit jemandem, mit einem guten Gitarristen zusammen gerne spielen möchte. Also richtig direkt zweistimmig. Hast du denn schon eine Idee? Also du hast gesagt, du willst nicht mehr so eine riesen Show machen, aber bestimmt sollen die Stücke ja auch irgendwie nochmal auf die Bühne kommen. Die sollen eigentlich nur auf die Videobühne kommen. Okay, das heißt Videodreh und dann kann man sie bei YouTube sehen, oder? Ja, zum Beispiel, ja. Sehr schön. Marie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei uns warst und natürlich auch bei deiner Family, dass sie dich unterstützt hat und auch hier war, dass sie zu Gast waren. Das war's von Rock TV. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder mit ein. Bis dahin, ciao, ciao.